Hallo Bretter Kucker, heute machen wir Nussnudeln mit Weintraumgelee. Kartoffeldeck habe ich schon gemacht. Ich sage es einmal kurz zu, wie wir es gemacht haben. Kartoffeln sind gekocht worden, geschält, dann sind sie durchgepresst worden. Dann ist die Eier und die Salz, ein bisschen Muskatnuss reingekommen, Grieß und griffiges Mehl. Dann ist der Teig zum Rasten für eine halbe Stunde auf Zeiten gestellt worden. Und jetzt können wir mit den Nussnudeln beginnen. Den genauen Kartoffeltag seht ihr irgendwo drum, Infotafel. Und dann kann man dann auf längere schauen, wie genau der Kartoffeltag gemacht wird. So, als erstes müssen wir alles da einwinden, damit das nicht bitten bleibt. Da brauchen wir eine Teigkarte. Ich habe auch schon in der Zwischenzeit ein Wasser zugestellt, ein Salz reingegeben, damit wir die dann kochen können. Wegen Salz ist eigentlich immer ganz einfach. Einfach das Wasser dann kosten. Wenn das leicht salzig schmeckt, dann ist es genau richtig. Jetzt das Wurstel bei der Hand an. Einfach ausstechen. Nehmen wir und dran. Und fertig sind sie. Brauchen wir dann einmal kochen. Immer zuerst einmal probeweise eins reingeben, ob es eh halten tut. Ob der Kartoffeltag nicht zu locker ist, ja. Weil da müsste man ein bisschen Grieß zum Beispiel reingeben oder Mehl. Sollten es zu dick sein, ja, dann einfach ein bisschen länger ausrollen, so wie das da jetzt ist. So. Einmal dazwischen so ein Roulade rein. Geht genauso. So, jetzt müssen wir schauen, ob das Wasser kocht und probieren wir mal eins aus. Jetzt sind die ersten fertig, werden rausgefangen und dann können wir schon die nächsten wieder reingeben. Gut, nachdem jetzt die erste Partie schon fertig ist von den Nudeln, zweite Partie ist drin, stellen wir jetzt eine Pfanne mit ein bisschen Margarine am Herd, damit wir dann die Nudeln fertig machen können. Zwischenzeitlich machen wir das Weintraumgelee fertig. Ich habe schon mal ein Video gemacht mit Weintraumgelee und Weintraubmarmelade. Das ist jetzt nichts anderes. Wenn ich zu viel habe, mache ich mir immer wiederum Massen, die also ein bisschen dünner sind, damit ich es für die verschiedensten Sachen verwenden kann. Jetzt habe ich ein Glas genommen, habe das jetzt ca. 2 Stunden am Herd gehabt, habe so ein bisschen eintun, dass es etwas weniger ist, dass nicht das fest ist. Und jetzt darf man es durch ein Sieb durchpassieren, durch ein feines. Das wird unser Weintraumgelee. Man kann natürlich auch ohne weiteres ein Erdbeerwort machen, ein Zwetschgenröster, wie man möchte. Aber schmeckt natürlich mit dem Weintraum wunderbar. Es haben diese Sorte ist leicht eine säuerliche Sorte. Das passt zu den Süßen wunderbar. Machen wir schon so rein zum Schillen. So, während jetzt die letzte Masse zum Kochen anfängt, werden wir da die ersten schon machen, die nur was anrichten können. So. Mit heißer Butter werden wir es jetzt ein bisschen ausschwenken und dann kommen die Nüsse rauf.
Währenddessen können wir eigentlich schon zum Anrichten anfangen. So, als erstes geben wir jetzt gleich einmal das Weintraubengelee auf. Den Teller. Dann. Wunderbar. Ja. So. Jetzt geben wir die Nüsse zu den Nudeln dazu. Rein. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, oder wenig, ein bisschen nur dazu. So, da. Wunderbar. Und zu guter Letzt kommt Staubzucker auf. Und fertig sind jetzt unsere Nussnudeln mit Weintraubengelee. Wie immer, guten Appetit. Ich lasse es jetzt schmecken. Im Anschluss ist unser Rezept da. Ich hoffe, es wird oft nachkommen.